Das ist der Kaiser. Hier habt ihr auch mal geklingelt, ne? Und sobald das Kind da ist, ist es diese Stille. Das Geburtszimmer, wo wir auch unser Kind bekommen haben. Das sieht dann so aus, also ich übernehme jetzt die Position des Partners, ja. Du die Position der Gebärenden. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 100 Dinge meiner persönlichen Bucketlist hier auf YouTube. Ja, der Punkt Papa werden, den habe ich bereits abgeschlossen und deswegen bin ich heute hier zurückgekehrt an den Ort des Geschehens, hier, wo ich meine kleine Tochter bekommen habe, dem Uni-Frauenklinikum hier in Tübingen. Und ich treffe hier Katrin Heinzel, der Hebamme, die auch bei unserer Geburt dabei war. Und ihr möchte ich ein paar Fragen stellen und außerdem besichtigen wir den Kreissaal. Jetzt befinden wir uns in den Räumlichkeiten der Hebammenschule und neben mir ist die Hebamme Katrin Heinzel. Und Katrin, du machst Kreissaaltouren normalerweise. Das ist ja jetzt aufgrund von Corona eigentlich nicht mehr möglich. Was hat es denn eigentlich für einen Sinn, als Eltern sich vor der Geburt nochmal die Kreissäle anzuschauen? Ich finde es sehr wichtig, dass die Paare schon mal einen Eindruck bekommen von den Räumlichkeiten, wo sie hinkommen. Das Krankenhaus ist was Unbekanntes. Unbekanntes macht manchmal Angst, Unsicherheit. Wie soll man sich dort öffnen für eine Geburt? Das heißt, die Paare können kommen, können Fragen stellen, können schon mal ein bisschen die Räume sich anschauen, können mit mir die ersten Eindrücke sammeln, können einfach sehen, wie ist unser Kreißsaal aufgebaut, wie fühlt sich das an, mal in so einem Raum zu stehen. Wenn ich im Nachhinein mit Paaren mich unterhalte, wissen sie gar nicht mehr, welche Farbe hatte der Raum, wie sah der Raum genau aus. Aber zur Vorbereitung weiß man, das ist die Frauenklinik, dort ist der Kreißsaal, wir müssen die erste Treppe hoch und dann ist schon ganz viel Aufregung weg. Mhm. Katrin, wie ist das für dich? Du erlebst jetzt eigentlich täglich Geburten. Und das ist ja auch immer was Emotionales, gerade für die Mütter und die Väter. Wie ist das für dich? Packt dich das noch so? Nimmst du das noch mit nach Hause? Wie, mit welcher Emotion kommst du aus so einer Geburt? Wenn die Geburt ganz physiologisch, ganz normal geklappt hat, dann ist es ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung, des Glücks. Es ist auch wirklich eine Ehre, dabei zu sein, einfach immer wieder diesen Moment zu erleben mit den Paaren zusammen, wie es ist, Familie zu werden. Es gibt viele Geburten, die mir im Gedächtnis bleiben. Das sind die Geburten, die sehr schwierig waren, die einen sehr gefordert haben, psychisch, aber auch körperlich. Und es sind aber auch die Geburten, die ein unglaubliches Gefühl der Liebe spüren haben lassen. Von dem Paar, von dem Gefühl zum Kind und auch von der Zusammenarbeit. Und das machst du richtig gut. Bei uns hat es ja 20 Stunden gedauert, die ganze Geburt. Und da hast du uns super betreut. Danke. Ich glaube, es ist total wichtig, da auch einfach ja, diese Beziehung zu haben. Nicht nur zum Arzt, sondern auch zur Hebamme. Mhm. Wie hat sich jetzt die Geburt verändert aufgrund von Corona? Kann der Mann überhaupt noch dabei sein? Natürlich. Der Mann darf von Anfang an mit dabei sein bis zum Schluss und geht danach erstmal nach Hause. Familienzimmer können wir leider nicht anbieten. Im Normalfall läuft es so, die Frau kommt mit beginnenden Wehen. Man weiß vielleicht noch gar nicht, ist es jetzt der richtige Geburtsbeginn oder nicht. Kommt sie erstmal alleine in den Kreißsaal hoch. Der Mann wartet unten mit dem Gepäck. Wir schreiben ein CTG, wir machen uns einen ersten Eindruck von der Frau, was ja in den ersten Minuten schon passiert. Wenn wir merken, die Frauen sind unter der Geburt, das heißt, sie atmen intensiv mit den Wehen, sie sind davon eingenommen, dann ist es ganz klar, dass eine Bezugsperson da sein muss, die sie einfach braucht, die ihr bekannt ist. Dann holen wir den Mann gleich nach oben. Was würden Sie Männer empfehlen, wie sie sich am besten während der Geburt verhalten? Sofern es ihnen möglich ist, immer dabei sein. Mhm. Dabei sein ist das, was die Frau braucht. Und manchmal reicht es einfach, dass er nur im Raum ist und ihr das Gefühl der Sicherheit gibt, ich bin da, ich passe auf dich auf. Also ich muss sagen, ich habe während der Geburt die ganze Zeit
fast lauter geatmet als meine Freundin. Das tut auch gut. Ja, kommt das auch vor, dass dann quasi der ganze Raum fast am Schreien ist? Manchmal. Manchmal ist es ziemlich laut. Und sobald das Kind da ist, ist es diese Stille. Als ob so ein ganz hoher Ton in der Luft liegt. Davor ist so viel Energie und so viel Lautstärke und dann ist das Kind da und dann ist plötzlich so eine Ruhe, so eine ganz fantastische Ruhe. Bis auf das Kind vielleicht, was ein bisschen rumquäkt, wobei die ja am Anfang auch noch nicht so richtig schreien. Das bringt wirklich was, wenn der Mann mitatmet, weil die Frau dadurch merkt, ich bin hier nicht die Einzige, die sich so komisch verhält. Der Mann macht das Gleiche und vielleicht atmet die Hebamme ihr auch vor und so findet sie leichter in diese Atmung rein. Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Und jetzt gehen wir mal in den Kreißsaal und schauen uns mal an, wie man quasi sein Kind gebären kann. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Gerne, gerne. Die Kreißsäle haben sich auch sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Das ist der Kreißsaal. Hier habt ihr auch mal geklingelt, ne? Hier kommt man quasi an, wenn man kurz davor ist. Ja, was richtig. Was passiert dann? Genau. Ihr könnt entweder den Fahrstuhl benutzen oder ihr nehmt die Treppe, je nach Situation. Dann gibt es hier eine Klingel, Klingelkreißsaal, wo man immer klingeln sollte. Das hören wir drin. Wenn ihr einfach reingehen würdet, wenn die Tür offen ist, dann kommt euch niemand entgegen. Und so stellt sich niemand seine Geburt vor, wenn man da so alleine steht. Deshalb immer gut klingeln und dann wird die Tür von innen aufgemacht und jemand kommt einem entgegen. So, jetzt gehen wir ins Geburtszimmer und tatsächlich ist es das Geburtszimmer, wo wir auch unser Kind bekommen haben. Wahnsinn, hier zurückzukommen, das ist... Das ist ein Erlebnis, das ist wie ein Déjà-vu sozusagen. Das ist der absolute Hammer, ja. Ich erinnere mich noch, ich saß hier und habe einen Kaffee nach dem nächsten getrunken. Ja, was finden wir jetzt alles so vor in diesem Raum? Das ist einer von unseren Gebärräumen, die eigentlich alle gleich eingerichtet sind. Sie haben alle ein großes Bett. Wir haben eine Gebärbadewanne. Wir haben eine Matte in jedem Kreißsaal, ein Gebärhocker. Wir haben Seile, die wir an die Decke montieren können. Die Seile sind unglaublich wichtig, weil unter der Geburt einfach das Greifbedürfnis bei Frauen immer mehr zunimmt. Also sie brauchen wirklich etwas, um sich festzuhalten. Manchmal binde ich auch Tücher mit ans Bett oder es muss der Mann herhalten. Kann natürlich auch sein. Wollen wir noch mal ganz kurz durchgehen, weil das finde ich jetzt noch mal besonders interessant. Also wir haben es ja klassisch mit dem Bett gemacht. Wie funktioniert das jetzt quasi in der Badewanne? Wer hat schon so eine große Badewanne zu Hause? Also nutzen zur Entspannung auch auf jeden Fall bitte. Und wenn die Frauen sich dann unter der Geburt so wohlfühlen und sagen, sie wollen gar nicht mehr raus, das warme Wasser ist angenehm, es entspannt sie, sie können sich viel leichter bewegen, das Wasser trägt, dann bleiben sie einfach zur Pressphase, zur Austreibungsphase in der Wanne. Prinzipiell muss man sagen, die Frauen sind in der Wanne sehr für sich. So viele Handlungen wie am Bett macht man eigentlich eher nicht. Das sind die Frauen, die in der Wanne entbinden, alle ohne Schmerzmittel natürlich. In der Wanne geht das nicht. Die sind sehr in sich ruhend, sehr bewusst, was das Körperliche angeht und spüren einfach von alleine, wann der Druck kommt, wie die Pressvenen sind. Und wenn das Baby da ist, darf die Frau erstmal mit dem Kind, wenn alles gut ist, auch wirklich gerne noch das warme Wasser genießen. Gut, dann schauen wir nochmal weiter. Das ist ja jetzt das klassische Modell, sage ich mal so, aber kann man auch unterschiedlich aufbauen. Das ist nicht jetzt jeder im Liegen, dass jede in Liegen gebären muss, sondern man kann das auch im Sitzen machen. Jawohl. Bett heißt nicht unbedingt liegen. Bett heißt nicht passiv. Bett heißt nicht nur warten, dass jemand was mit einem macht, dass irgendwann dieses Kind kommt. Bett heißt auch ganz aktiv sein. Unser Bett heißt es. Weil, genau, man kann dieses Bett so verstellen, dass die Frauen sich zum Beispiel hier hinsetzen. Die Füße auf das Unterteil nehmen. Der Mann kann sie stützen, auf der anderen Seite die Hebamme oder die Hebammenschülerin, die immer bei der Geburt dabei ist. Sie kann zum Beispiel auch im Bett in die tiefe Hocke gehen und kann
in dieser ursprünglichen Position, diese älteste Gebärposition, die tiefe Hocke, ihr Baby bekommen. Wir können das Bett auch wieder in die andere Richtung rausfahren. Man kann sich im Bett umdrehen, man kann im Vierfüßlerstand, im Knien entbinden, man hat die Rückenlehne zum Festhalten. Man kann eigentlich jede beliebige Position in diesem Bett einnehmen. Gerade wichtig für Frauen, die eine PDA haben. Kannst du kurz für unsere Zuschauer erzählen, was ist denn überhaupt eine PDA? Eine PDA ist eine Regionalanästhesieform. Das bedeutet, dass hinten der Anästhesist am Rücken eine Betäubung vornimmt. Die PDA betäubt nur den Wehenschmerz, nicht den Druck auf dem Beckenboden. Den brauchen wir für die Geburt, damit sie aktiv mitdrücken kann. Wenn sie gar nichts mehr spüren würde, könnte keine Geburt stattfinden. Ohne die Frau, die Kraft der Frau, kann kein Kind zur Welt kommen. Wie viele Frauen machen die PDA? Ist es häufig? Häufiges Betäubungsmittel? Und was gibt es eigentlich noch? Ich würde fast sagen, dass jede zweite Erstgebärende eine PDA nutzt während der Geburt. Bei Mehrgebärenden, die das zweite, das dritte, das vierte Kind bekommen, nimmt es immer mehr ab. Eine Frau, die beim ersten Mal die PDA benutzt, könnte sich vielleicht vorstellen, beim zweiten die wieder zu benutzen. Aber es gibt auch die Frauen, die sagen, sie wollen das ganz anders machen beim zweiten. Und da die zweite Geburt häufig viel schneller stattfindet als die erste, kommt man meist um die PDA rum, weil die Frauen sagen, das geht ja alles zügig voran, ich komme damit gut klar, jetzt kommt schon die Austreibungsphase, diesmal schaffe ich es ohne. Man kann erst ganz sanfte Mittel nutzen. Wir haben dort erstmal, was gar nicht als Schmerzmittel direkt gilt, kann man die Badewanne benutzen. Wir haben Akupunkturmöglichkeiten hier im Kreissaal. Wir nutzen die Homöopathie, um die Gebärenden zu begleiten, was in dem Sinne auch kein Schmerzmittel ist, aber eine gute, komplette Geburtsbegleitung. Wir haben sanfte, krampflösende Medikamente, die man als Infusion nehmen kann. Das übliche Lachgas, was wir sonst sehr gerne benutzen, dürfen wir gerade in der Corona-Zeit nicht nehmen, wegen der Aerosole. Dann haben wir noch ein stärkeres Medikament, was den Wehenschmerz hemmt, auch über die Vene gegeben und dann die PDA. Jetzt haben wir hier vorne noch eine weitere Geburtsmethode. Also ich würde mal einfach probieren, also wenn das nicht zu komisch rüberkommt. Dann. Also ich meine, das Gefühl, das hat man auch noch nicht gehabt. Ne? Das sieht dann so aus. Mhm. Also ich übernehme jetzt die Position des Partners, ja. Du die Position der Gebärenden. Das ist der Maya-Hocker, der Gebärhocker, okay. Auf dem man ganz zum Schluss zur Geburt raufgeht für die aktive Phase. Mhm. Ich sitze hinter der Frau, ja. Stütze sie, gebe ihr Halt und okay. Sie kann in der aufrechten Position ihr Baby Wahnsinn. Und das Tolle ist, aus der Perspektive hat der Mann und die Frau das Gleiche, den gleichen Blick auf das Kind. Das Kind wird dann da vorne hin entwickelt und Mann und Frau haben sofort beide den ersten Blick auf das Kind. Mhm. Die Frau kann sich vorbeugen, kann das Kind in Empfang nehmen und das Paar ist gleich zusammen. Wahnsinn, gleiche ja. Gleiche Familie. Wie viele Leute machen das? Also ist das eher weniger oder sind das auch durchaus mehr? Auch eher weniger, aber gerade Mehrgebärende nutzen die aufrechte Hockerposition gerne. Okay. Interessant auf jeden Fall. Und der Arzt kommt dann und liegt und kniet dann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Der Arzt steht häufig, muss ich dazu sagen. Ja. Die Einzige, die liegt oder kniet, ist die Hebamme. Wir befinden uns dann in der Position, sind dort und unterstützen dann. Ja, dann hätte ich noch die Frage, und zwar... Es gibt ja das Phänomen, dass, oder das Klischee, was ja viele Männer eigentlich haben, Geburt, oh Gott, vielleicht falle ich da um, also dieser typische Angst vor dem Kreislaufzusammenbruch. Wie oft passiert das und muss man vor sowas Angst haben? Sehr selten passiert das, wirklich sehr, sehr selten, dass ein Mann wirklich einen Kreislaufzusammenbruch bekommt. Wir versorgen die Männer auch immer gut mit Wasser, schauen, dass sie auch gut essen. Und die Anspannung bei den Männern ist schon groß. Man hat manchmal das Gefühl nach einer Geburt, dass der Mann mitgeboren hat. Der ist auch schweißgebadet, der ist angestrengt, der hat Schlafmangel, der ist wirklich mit dabei. Wirst du kann ich bestätigen. Bestätigen, genau. Aber dass ein Mann wirklich ohnmächtig wird,
kommt sehr selten vor. Wenn das der Fall sein sollte, sieht man das ja sehr schnell, Hautfarbe verändert sich, der Blick wird anders und dann schaut man, dass man den Mann ganz schnell irgendwo hinsetzt und sagt, legen Sie sich auf den Boden, Beine hoch und wir haben hier genügend Platz. Und dann geht es ganz schnell auch wieder, dass wir uns um ihn kümmern und unser Fokus ist natürlich auf der Frau. Wir holen uns dann Hilfe von der Kollegin, die sich dann um den Mann kurz kümmert. Das kenne ich auch noch. Das Ding ist ja, also es sieht jetzt alles wie ein, ja, eigentlich fast wie so ein Waldorfraum aus, sehr harmonisch, sehr schön, aber es ist ja trotzdem ein Operationsraum, muss man ja sagen. Und hinter dieser Wand, was versteckt sich da alles? Können wir das mal sehen? Wahnsinn. Ein komplettes Narkosegerät mit Monitoren und allem, was dazugehört. Jeder Kreissaal ist bei uns in der Klinik so ausgestattet, dass man im Notfall einen Kaiserschnitt durchführen könnte. Okay. Ach so, das wird gar nicht in einem anderen Raum gemacht, sondern direkt auch hier. Doch, es wird in einem anderen Raum gemacht, wenn wir es so planen können. So, wenn es einen absoluten Notfall gibt und der Kaiserschnitt-OP-Saal gerade nicht benutzt werden kann, weil er entweder belegt ist, ne, oder einfach vielleicht die Situation so ist, dass der Kaiserschnitt jetzt sofort stattfinden muss, dann muss man auch diesen Kaiserschnitt hier in diesem Raum machen, wobei wir das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen machen und doch eher unseren eigenen Operationssaal nutzen dafür. Aber deshalb muss es eben dieses Narkosegerät geben hier. Dieses Gerät wird genutzt bei jeder PDA, da wird aber nur der Monitor benutzt. Mhm. Bei einer PDA muss der Kreislauf der Frau überwacht werden, Blutdruck, Puls, die Sauerstoffsättigung wird gemessen und dadurch brauchen wir dieses Gerät. Dann wird die Wand weggefahren. So, ja, wo befinden wir uns denn jetzt hier? Wir sind immer noch in dem Kreissaal. Wir haben hier viel Platz. Hier haben wir jetzt unsere Versorgungseinheit für die Neugeborenen. Die besteht aus einer Wärme-Gel-Matratze, wo die Handtücher schön vorgewärmt werden. Wir haben hier oben eine Wärmelampe, die auch noch von oben Wärme abstrahlt. Auf dieser Einheit schauen wir das Kind an. Wir machen die U1, die Hebammen. Das bedeutet die erste Untersuchung des Neugeborenen, eine grobe Untersuchung, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, wie hat sich das Kind an die Umstellung angepasst, funktioniert alles, ist alles dran, 5 Finger, 5 Zehen, alles wunderbar. Wir messen das Kind, wir nehmen die Länge, wir nehmen den Kopfumfang. Wir haben hier eine Waage, wo wir das Kind wiegen. Man muss auch keine Klamotten mitbringen oder schon gekauft haben, sondern quasi die Erstausstattung. Oder das in der Klinik, wobei die Anziehsachen Klinikeigentum sind. Es geht nur um die Mütze. Aber Windeln und so weiter gibt es ja auch. Kleine Pampers haben wir hier auch. Die Kinder bleiben so lange wie möglich nackt bei den Müttern. Das ist wichtig, dieser Haut-zu-Haut-Kontakt ist das, was die Kinder brauchen, die Wärme spüren. Alles, was da an Kleidungsstücken dazukommt, ist fast störend für die intensive Beziehung. Wir ziehen den Kindern oft eine Pampers an, setzen ihnen eine Mütze auf und dann dürfen die ganze Zeit auf dem Bauch der Mutter oder beim Vater, je nach Situation, bleiben. Und das war einer der absolut schönsten Momente, woran ich mich erinnern kann, also diese 1-2 Stunden nach der Geburt. Und jetzt haben wir gehört, jetzt ist gleich auch eine Mutter, die ihr Kind wahrscheinlich bekommt. Jedenfalls war die Kollegin gerade da und das heißt, wir müssen uns jetzt langsam aus dem Raum entfernen. Und ja, das nächste Wunder Gottes wird dann hier geboren sozusagen. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, für diese kleine Tour. War sehr aufschlussreich und ich glaube auch für viele da draußen sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich. Hat mir Spaß gemacht. Ja, das war mein kleiner Besuch hier beim Frauenklinikum und mein Interview mit Katrin Heintel war wirklich sehr aufschlussreich. Ich habe viel gelernt, vieles wusste ich natürlich auch schon. Es war schön, hier an den Ort des Geschehens zurückzukommen und in genau dem Kreissaal nochmal zu sein, wo auch meine Tochter geboren ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und macht's gut. Ciao.